Moin meine Friends, herzlich willkommen wieder zu Assassin's Creed Assassin's Creed Mirage und es geht um das nächste Rätsel, finde was ich stahl und das ist eigentlich sehr sehr simpel, ihr müsst da nicht viel beachten. Wenn ihr euch das mal durchlest, dann seht ihr ganz unten, oder was heißt ganz unten, so mittig hier in dem Bereich, suche bei den Seifenkochern und halte aus der Höhe nach bunten Stoffen Ausschau und das machen wir jetzt. Dazu gucken wir einmal auf die Karte und hier haben wir den Seifenkocherbezirk. Da müssen wir erstmal hin. Hier seht ihr schon, wir sind immer noch in Harbiya, in dem Gebiet, wo man eigentlich relativ am Anfang reinkommt. Und hier gibt es den Seifenkocherbezirk und hier habe ich auch schon markiert, bei der 1 ungefähr. Da ist dann der Schatz zu finden, beziehungsweise das Rätsel zu lösen. Aber ich zeige euch jetzt nochmal ganz genau, wo das zu finden ist. Am besten ihr nähert euch da ein bisschen, da ist auch in der Nähe sehr viel Sperrgebiet. Deshalb einfach mal ein bisschen nähern, dann den Adler rufen. Und dann seht ihr hier schon in diesem Seifenkocherbezirk eine riesige Palme und dort sind so bunte Tücher und das ist auch schon die Lösung. Und da drunter haben wir hier so ein Pavillon. Und da gehen wir jetzt hin natürlich. Zack, einmal auf geht's. Einfach auch nicht erwischen lassen von den Wachen natürlich. Und hier drinnen in diesem Pavillon haben wir den nächsten Schatz. Wenn ihr nicht wissen wollt, was es ist, dann solltet ihr jetzt ausschalten, aber gerne abonnieren, liken und kommentieren sogar gerne. Nicht vergessen. Und ja, tschüss und bis zum nächsten Mal von Banks Games. Ich öffne jetzt nochmal den Schatz. Und es scheint nicht zu funktionieren. Yay. Achso, weil ich in der Hocke bin, vielleicht. Müssen wir nochmal schauen. Oh, da haben wir vielleicht den tatsächlich ersten Bug. Ah, jetzt geht es. Man darf nicht in der Hocke sein. Sehr nice. Tschüss und bis zum nächsten Mal von Banks Games. Von JB.